Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Outlast 2 mit mir, dem Fearscream. Wir waren gerade wieder in der Schule und haben ganz, ganz krasse Dinge erlebt. Also der letzte Part hat das auch ganz doll in sich. Und wir gucken, dass wir endlich mal unsere Frau finden. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz doll, dass ihr wieder eingeschalten habt. Können wir da durch, wenn wir das verschieben? Checken das mal. Machen die oben rüber. Ja, wir finden 1000 Verbände, aber die brauchen wir eigentlich nie. Also selten zumindest. Und die Musik wird schon wieder gruselig. Sehen wir wieder gar nichts. Und auf jeden Fall noch in der Mine, Leute. Seht ihr das? Diese Gollums sind wieder hier. Ja, auch sowas ein bisschen. Okay, über uns ist auf jeden Fall Action. Uiuiuiuiuiuiui. Ja uns? Und rennen die jetzt wegen mir hier rum? Die einfach dauert Psycho-Akku. Ob ich Gas machen muss. Diese Geräusche machen mich verrückt von den Viechern da oben. Entdecken. Okay, die jagen irgendwelche Leute, glaube ich, da oben. So eine Art Fahrstuhl oder so, glaube ich. Boah. Hier bin ich gekommen. Wo müssen wir das Ding hinschieben? Ah, da. Okay. Oh fuck! Der kam hier runter! Spring, Dicker! Hinter hier! Spring hoch! Warum springt er nicht hoch? Oh nein, sie haben mich erwischt. Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal. Ich weiß nicht, ab welcher Stelle die kommen. Ab hier schon. Da oben ist definitiv aber der Weg, wo wir raus müssen. Genau an die Tür ranschieben. Komm, spring hoch jetzt. Oh, ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Scheiße, ey. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich auf gar keinen Fall um. Ich einfach nur den richtigen Weg. Komm, komm, renn, renn, renn. Lauf, lauf, lauf. Oh fuck. Komm, 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 komm. Und da ist noch einer gelandet. Wo ist er denn? Lauf, 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 lauf. Scheiß drauf, komm, hopp. Oh nein, Jessica. Fuck. Und jetzt? Wo soll ich hin? Da. Ja, da dann. Hat er gesehen? Oh, 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 oh. Oh, ich dachte gerade, der hockt da. Wir machen Vollgas. Scheiß auf die Türen. Wo hier verstecken? Welcher Schritte? Hä? Nee.
Oh, Mann! Ah, wir hätten uns verstecken müssen. Ja, schlapper, schlapper, schlapper. Doofe Sau, du. Mann, erschreck mich nicht immer so, ey. Na, Asshole. Okay, los geht's. Hier waren noch keine anderen Verstecke. Nur die Kabinen in der Toilette. Dann heißt es Glück haben. Wenn ich mal die erste, nehmen wir irgendeine mittendrin. Nur aufmachen. Ganz schnell wieder zumachen. Scheiß mal auf die Toilette, dann sieht er uns sowieso nicht. Er macht die Türen auf. Wir sehen, wo er steht anhand der blutigen Dinge. Scheiße, uns gehen die Toiletten aus. Ist geschafft? Boah, was war echt eine gute Idee da unten. Oh! Was? Scheiße hier. Wo geht's lang? Nein, hier! Bitte geh auf. Mann. Renn, renn, renn. Ey, das Spiel wird gerade so krass, ey, ohne Mist. Da hängt einer. Verrannt. Geh die Tür auf. You're not evil, Blake. Just confused. Weiß nicht, wo ich lang muss. Da steht einer! Junge! Was ist hier? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich sehe nichts. Helf dir selber, Mann. I will never let you go. Ah, okay. Niemals gehen lassen. Mhm. Oh Mann. Ist ja interessant. Blockiert. Okay. Komme ich hier raus, ist die Frage. Leute, ohne Scheiß, Ganzkörper, Gänsepelle, ey. Die ganze Zeit, das ist so heftig, wenn ich gejagt werde. Aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Über das Fenster vielleicht, ne? Ah, da ist ein offenes Fenster, guck mal. Kann ich über die Dinger rüberspringen? Ach, da ist der Eingang. Okay. Mal wieder den netten, blutigen Regen. Ich denke mal, wir müssen zu dem Seil dort. Okay, hier sind so eine kleine Gondel. Das ist eklig mit so einem blutigen Regen. Wir müssen da rüberspringen. Nur ein bisschen Anlauf. Ist einer an der Tür. Gehen wir noch niemals rüber, oder? Oh, den ganzen Weg jetzt wieder?
Okay, einer rockert hier an. Einer haut hier gegen die Tür. Ich weiß nicht, wie wir in die Tür rein können. Will ich wissen, wer da drin ist? Ich hab. Kann ich da hoch irgendwie da ran? Das wäre doch cool, wenn wir uns jetzt hier oben ranspringen würden und dann könnten wir weiter rüber kraxeln, aber. Ich probiere es nochmal mit dem Springen. Ach, jetzt hat es geklappt. Ja, fast wie Assassin's Creed hier. Ah, das muss ich auch mal wieder spielen, fällt mir gerade auf. Okay, hier könnten wir vielleicht durch, oder? Hier geht's runter. Oh. Oh shit. Oh Mann, wieder so eine Scheiße hier. Weiß nicht, wo es lang geht. Ducken. Mach hin. Komm, lauf. Hoch. Crouchen, komm, crouchen. Und Gas geben. Komm, steh wieder auf. Mach hin. Die kommen da nicht durch. Entkommen? Aber ah. Nein! Okay, das war der falsche Weg. Ich wusste nicht. Okay, die kommen immer. Also das ist so. Hier rein, oder? Ich weiß nicht, oder hier rauf? Nein. Oh, Mann. Ah, ne, hier geht's lang jetzt. Oh, Mann, die sind so kranke Viecher. Oh, da kommt noch mehr. Lauf, Dicker, lauf. Lauf einfach. Warum rennst du nicht mehr? Verletzt bist oder was? Jetzt gibt Gas. Achso, der war wahrscheinlich erschöpft. Oh. Noch einer. Ja, wir sind wieder an der gleichen Stelle. Ciao. Er verwechselt doch immer die Namen Jess und Lynn. Aber Lynn ist unsere Frau, Jess ist seine Freundin, die sich damals umgebracht hat. Zumindest scheint es so, dass sie sich umgebracht hat. Wer hält es an?
Speichers. Oh mein Gott, wie tief geht das in die Mine? Fuß tief. Wir können immer noch nicht raus, oder? Ich glaube, wir müssen uns ducken. Ich habe einfach hier Fallschaden, aber wir müssen es eh probieren. Was jetzt? Ah, jetzt ist gerade der Dings runtergeknallt, ne? Ja. Okay, wir sind jetzt sehr, sehr tief in der Mine. Und ich hoffe, dass hier irgendwo meine Frau zu finden ist, weil die ja das Kind gebären soll. Ja, wir haben blutigen Regen, wir haben irgendwelche Lichtstrahlen, die kommen, wo die Vögel. Wo die Vögel vom Himmel fallen und die Fische sterben im Wasser. Wir sind null. Tote Hose hier. Scheiße, aber da müssen wir doch lang. Muss ich dem jetzt nachlaufen oder die andere Richtung? Oh, ich höre dich da. Lin, ich höre Lin. Ihr Bastarde. Falsche Richtung, verdammt. Lin, Baby, ich komme. Lesen, wenn man gerade so total huschig und wuschig ist. Okay. Kapitel 11. Die Frucht der Zerstörung wird im faulen Leib der Märtyrermutter reifen. Das spinnäugige Lamm bringt das Schicksal der niederen Huren selbst zur höchsten, die auf vielen Wässern sitzt. Aus Ezekiels Nation sei der Feind geboren. Und die Frevler werden enthüllt, und der Herr wird sie verschlingen mit dem Geist seines Mundes und wird das Licht seines Kommens zerstören. Selbst ihn, dessen Kommen Werk Satans ist, mit allen Kräften und Zeichen und Lügenwundern. Und mit all der Täuschbarkeiten, der Unredlichkeit vergehen sie, denn sie enthielten nicht die Liebe der Wahrheit, die sie hätten retten können. Und daher schickt Gott ihnen starke Illusion, dass sie eine Lüge glauben sollen. Dass jene, die die Wahrheit nicht glauben, verdammt seien, doch Freude in Unredlichkeit finden. Und Ezekiel sprach zu seinen Hebammen und seinen Jägern: Ihr seid der Rabe und ich bin der Wolf, der euch fressen lässt, wenn ihr mich zur Beute führt. Denn Gott sprach, das Fleisch der Bestie sei euer nur im Opfer an. Sei euer nur im Opfer an. Mich, so auch das Fleisch eurer Kinder. Okay. Können wir uns hier durchquetschen? Ja, wie komme ich jetzt zu Lin? Hier Sackgasse, andere Seite Sackgasse. Ist hier vielleicht runter? Möglich, oder? Da ist auch kein anderen Weg. Nein, muss ich nicht. Der Gollum ist auch da lang gerannt. Also nach links. Oh krass, von hier starten wir. Mal Nightshot anmachen.
Vielleicht können wir ihm nachrennen. Okay, haben wir schon gespeichert. Hey. Brauch ich nicht. Find Lynn. Ja, weiß ich. Ich hier crouche? Auch nicht. Okay, wir wissen schon mal, da runter müssen wir nicht. Wir müssen jetzt mal die Augen offen halten. Vielleicht haben wir auch einen Abzweig oder irgendwas übersehen. Hier, guck, da siehst du. Oh ne, von da sind wir gekommen. Hier links von uns ist sie. Oh shit! Lynn! Ja, seht ihr das? Warum kann ich sie. Hier in dem Gang ist sie drinne. Oh. Mann, quetscht dein Kadaver da durch. Ey, da ist unsere Frau, Mann. Ah, hier können wir unten da drunter tauchen, jetzt siehst du. Müssen wir linkslastig gehen, um zu unserer Frau zu kommen. Und nach unten, genau. Schon mal sehr gut aus jetzt. You're not evil, Blake. Just confused. Okay. Wenn du das sagst, sind wir halt nur verwirrt und nicht böse. Ich hasse es, wenn ich nach hinten gucken kann. Toll. Komm ich wieder hoch? Auch gerade gesehen, da kann er gerade auf mich zugerannt. Schön nicht. Ja, überall. Hier überall dieses Geäst, das kann doch gar nicht mehr im Boden so tief sein, oder? Also, wir sind hier 800 Fuß tief. Und. Das ist auch dieses Geäst, was die ganze Zeit aus diesen Leuten rauswächst. Hat er uns gesehen? Kommen wir hier nicht durch? Huch, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen, Leute. Oh, warte mal. So. Ach, Entschuldigung. Da kam ein Nisa-Monster. Ah, hier ist auch noch ein Weg. Okay, wir entspannen uns mal wieder ein bisschen. Hopp, Nightshot aus. Stellung kackender Fuchs. Den haben sie die Haut abgezogen. Und ja. Okay. They lived down here. No, not lived. I had to find Lynn. I hoped I hadn't already. Da unten kann doch keiner leben, sag mal. Hat's a ping. Okay, da unten geht's weiter. Ah ne, hier unten ist auch noch ein Weg, guck mal. Crazy. Okay, wir gucken uns das auf jeden Fall gleich an im nächsten Part.
Ja, Leute, wir sind mit dem Part auch schon wieder durch. Der hat es auch wieder richtig in sich. Wir sind aber, glaube ich, Lynn ganz, 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 ganz dicht auf der Spur. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei, wenn wir Outlast 2 spielen. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Es flasht mich echt, das Spiel. Es macht mir richtig Angst und es ist richtig cool. Und oh Leute, es ist einfach geil, wirklich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder einschaltet und wir zusammen hier das Ganze durchstehen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte den Daumen nach oben nicht. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert mich. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Euer Fearscream. Ciao.